Moin moin Leute, euer Hightower wieder unterwegs. Ich bin gerade unterwegs zur Rennstrecke. Ich hatte euch ja in meinem ersten Vlog erzählt, dass ich ein Kurventraining machen will. Da bin ich gerade unterwegs zu. Es ist arschkalt. Oh. Ich kann mich gar nicht richtig aufs Sprechen konzentrieren. Es ist wirklich arschkalt. Also wir haben ja irgendwie 3 Grad oder so. Ich friere mir echt die Pfoten ab, obwohl ich schon dicke Handschuhe anhabe, ey. Das ist so übel. Ich hoffe, dass es im Laufe des Tages auf jeden Fall noch wärmer wird. Ansonsten macht es heute keinen Spaß, das Kurventraining da durchzuführen. Ich fahre jetzt erstmal zu so einem Parkplatz und da treffe ich mich mit ein paar Freunden. Und von da aus fahren wir dann zusammen dahin. Dann zeige ich euch auch ein bisschen was vom Kurventraining. Ja. Heute ist Freitag, ich habe heute frei, ist auf jeden Fall mega nice. Bei uns haben momentan viele Leute Urlaub und eigentlich hätte ich keinen frei bekommen. Aber weil ein Kollege so nett war und gesagt hat, dass er meine Arbeit mitmacht, konnte ich dann heute doch noch mitfahren. Es gibt auf jeden Fall besseres Motorradwetter. Das Aprilwetter nervt mich so dermaßen. Also wir haben ja alles. Wir haben ja Sonne, wir haben Hagel, wir haben Regen, wir haben Schnee. Also das geht mir richtig auf Keks. Meine Fresse. Einfach 24, 26 Grad Sonne und dann ist gut, ja? Oh, ich bin jetzt auch gleich auf dem Parkplatz angekommen. Auf der Hintour muss ich gucken, ob ich noch ein Video drehe, weil wir wahrscheinlich Autobahn fahren werden. Das ist nicht so weit weg von mir. Es ist nur so 40 Kilometer, 50 Kilometer entfernt. So eine kurze Strecke kann man mit der Autobahn fahren. Ansonsten ruppe ich mir hier die Reifen runter. Da habe ich wieder so einen scheiß Huckel drin. Das ist dann richtig geil für Kurvenfahrten. Macht richtig Spaß. So, jetzt muss ich mal gucken. So, hier wollten wir uns treffen. Ist aber schön besucht hier. Ja. Wahrscheinlich für die ganzen Fahrgemeinschaften, die über die Autobahn zu ihrer Arbeit fahren. Die treffen sich wahrscheinlich hier alle. So Leute, dann ich warte jetzt hier, bis meine Kollegen da sind. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir hier gerade angekommen. Wir sind jetzt auf dem Harzring oder beim Harzring. Da ist die Strecke. Ist eigentlich eine Go-Kart-Strecke. Heißt schöne enge Kurven. Hier kann man keine Endgeschwindigkeiten fahren, aber die Kurven sind halt ziemlich eng und ähnlich, sage ich mal, wie im Harz. Deswegen ist es eigentlich hier recht cool. Ja, ein paar Leute sind auf jeden Fall gekommen, wie ihr seht. Ich werde mich jetzt erstmal anmelden und melde mich dann aber bei euch. So Leute, das Kurventraining in vollem Gange. Da fährt der Patrick und jetzt kommt Sascha. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das zu machen. Es macht auf jeden Fall höllisch Spaß. Man wird auf jeden Fall auch in den Kurven besser, man merkt das. Dadurch, dass es eine Go-Kart-Bahn ist, sehr, sehr enge Kurven. Wie gesagt, es geht nicht um Höchstgeschwindigkeiten, es geht hier wirklich darum, die Kurven gut fahren zu können. Jetzt hier schöne Ducati. Ja, ich schneide auf jeden Fall ein paar Ausschnitte zusammen, guckt es euch mal an. Yeah.
Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Das war der Tag für heute. Es hat übelst viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und ich habe auf jeden Fall was dazugelernt wieder. Ich habe ja euch einen kleinen Zusammenschnitt gezeigt aus dem Korbentraining. Ich bin auch noch eine Aprilia gefahren. Eine 750er Aprilia Supermoto. War auch ganz lustig. Hat Spaß gemacht. Und ja, also ich kann das wie gesagt nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Man lernt auf jeden Fall eine Menge dabei. Ich habe jetzt noch mit den Trainern gesprochen. Ich werde im Juni nochmal ein Training machen. Ja, und dann werde ich auch nochmal mit den anderen Trainern auch nochmal auf eine richtige Rennstrecke gehen. Mit ein bisschen höheren Geschwindigkeiten. Heute sind wir ja nicht schnell gefahren. Das heißt, wir sind maximal eigentlich so 50, 60 durchschnittlich gefahren. 40. Und das war heute einfach nur ein Training, enge Kurven zu fahren. Vor allem auch sicher zu fahren. Nächstes Mal geht es auf eine richtige Rennstrecke. Und da wollen wir mal gucken, was das Baby hier so kann. Oder was ich so kann. Wahrscheinlich kann das Baby mehr als ich. Ja, vorher hatte ich ja eine Kawasaki ZX6R 636er Ninja. Da habe ich halt wirklich so gesessen. Und jetzt sitze ich halt aufrechter. Und das ist für mich sehr, sehr ungewohnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch ein Like. Lasst ein Abo da. Schreibt in den Kommentaren, was ihr sehen wollt, was ich besser machen soll. Was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Euer Hightower. Haut rein. Pschuh.